Hallo Leute und herzlich willkommen zu Garry's Mod, um genau zu sein, Five Nights at Freddy's 1 in Garry's Mod. Kennt ihr vielleicht das Originalspiel? Und es gibt auch eine Garry's Mod Variante und wir spielen das Ganze nicht allein. Ich habe heute Unterstützung mit dabei, nämlich, ich weiß nicht den Namen, den Genies. Ich schlage diese Wand. Ich schlage auch diese Wand. Ne, wir haben uns vorher schon mal umgebracht, damit wir andere Player-Models haben. Das Blut passt zum Ambiente. Genau. Momentan ist noch hier der Strom an, ihr seht hier vorne, Freddy, Chica und Bunny stehen rum. Genies hat das Spiel noch nie gespielt. Ich habe es ihm gerade ein bisschen erklärt, man muss hier durch die Kamera switchen, dann sieht man, wo die gerade sind. Aber man muss am besten achten, wenn hier Monster stehen, direkt die fucking Tür schließen, sonst bist du gleich tot. Wir machen es, ich weiß nicht, wie man es machen soll, hier gibt es halt keinen Countdown, wie man gewinnen kann. Hier gibt es keine Uhr, hier gibt es keine Uhr zum Gewinnen. Ich würde sagen, wir spielen einfach mal, bis wir dreimal oder so gestorben sind. Mal gucken, wie lange wir es aushalten. Wir sterben direkt. Zumindest ich. Ja, ich schalte jetzt den Strom aus und dann startet das Spiel automatisch. Okay. Du wirst sehen, wenn der Strom gleich ausgeht. Sobald der Strom hier leer ist, hier ist ein bisschen... Oh, hier ist Foxy. Wir können hier nämlich rumlaufen. Das ist das Geile, der Unterschied zum Original. Das ist die Fassbier-Pizzeria. So, den Raum kennt ihr vielleicht auch vom Original. Hier steht nämlich manchmal so Bonnie rum zur Kamera. Und hier ist der Stromschalter. So. Ich schalte den Strom aus und dann muss ich schnell wieder zurücklaufen. Nämlich, das ist das Problem. Ich muss hier den Strom ausschalten, aber ich muss wieder ins Office zurück. Sonst könnte ich in dem Zeitraum schon wieder getötet werden, weißt du? Die bewegen sich ja ab dem Moment, wo ich ausschalte. Und los. Oh oh. Fuck, fuck, ich will zurück. Okay. Und los geht's. Bedien du das lieber mal. Ja, wir müssen alles überwachen. Okay, alle drei stehen noch vorne dran. Das Geile ist jetzt, wir können hier selber... Wie ist die Lage checken? Wie ist die Lage? Wie ist die Lage? Du siehst auf dem Bildschirm... Den Bildschirm funktioniert aber bei dir, gell? Ja. Oh, ich dachte gerade schon, da wäre einer. Wow! Wo warst du? Wo hat er dich gescreamt? Der ist direkt über... Fuck! Der ist direkt vor der Tür gespawnt, Alter. Ich hab die nicht gesehen. Doch, da ist der steht ja da. Der steht da. Möchtest du es mal sehen? Fuck, wir sind schon einmal gestorben. Komm mal hierher. Stell dich neben mich. Siehst du schräg raus? Oh, fuck. Nein. Der steht da noch. Das ist Freddy persönlich. Ich mach mal wieder die Taschenlampe an. Okay, beide sind weg. Guck mal auf dem Bildschirm. Beide sind weg. Ich bleib jetzt nur noch hier bei der Tür. Die Sache ist, wir müssen auch noch auf Foxy achten. Foxy ist noch okay, wenn der sich bewegt, dann könnten wir ein Problem haben. Guck mal, da steht der Bär im Klo. Das heißt, theoretisch könnten wir hier die Tür wieder. Jo. Hier ist alles okay wieder. Okay, wir sind schon einmal tot gewesen. Okay, hier ist keiner. Hier ist auch keiner. Hier ist keiner. Dann schlage ich den Knopf hier weiter. Okay, Chica steht noch. Foxy ist auch noch. Hast du es gehört? Oh oh. Die Lache. Ja, ich habe jetzt Five Nights at Freddy's hier ein bisschen leiser gestellt, also. Ja, das war... Ich will mir nicht in die Hose machen. Okay. Chica ist noch... Wo ist Bonnie? Freddy ist hier. Bleiben die jetzt eigentlich so vor der Tür stehen oder gehen die hier auch dann rein einfach so? Foxy kommt rein. Die anderen killen dich durch die Tür durch, keine Ahnung. Da ist Chica. Chica und... Aber wo ist Bonnie? Wo ist Bonnie? Oh, oh. Hey, ist der vor der Tür? Wo bist du? Ach, hier. Okay. Warum habe ich eigentlich das Skelett genommen? Hier, guck mal, guck mal. Der steht hier. Der ist in unserer Nähe, hier drüben irgendwo. Freddy hat sich bewegt. Ich habe etwas gehört. Sollen wir Mutprobe machen und einmal hier durchlaufen? Durch die Pizzeria? Chica hat sich bewegt.
Warte, guck mal raus. Guck mal hier. Ja, ich guck da. Die steht vor der Tür. Da auf der anderen Seite sehe ich was Gelbes, oder ist das nur sag der? Ich, guck mal, siehst du die? Oh je. Die guckt zum Fenster rein und weg ist sie. Ist sie weg? Freddy's hier. Auf Freddy steht vor der Tür. Was guck mal hier. Hier siehst du, auf dem Bildschirm sieht man es auch. Er steht vor unserer Tür direkt. Oh mein Gott. Wir sind zusammen. Oh, die steht wieder auf der Bühne. Warum müssen die sich überhaupt bewegen? Das ist eine Haunted House, ist creepy Location. Da muss man auf Foxy achten. Okay, Foxy ist noch hier. Der kann sich nämlich auch bewegen. Der rennt nämlich dann hierher. Das ist der Gruseligste. Der rennt dann nämlich. Die anderen, die porten sich nur. Aber Foxy rennt los. Oh, guck mal, wenn du hier seitlich rausguckst, da steht sie. Okay, oh shit. Hallo. Aber wir verbrauchen zu viel Strom, das ist das Problem. Guck mal. Mhm. Steh mal vor die Türen. Oh! Ja. Hey, aber der ist wieder auf der Bühne. Okay. Mal schauen, check mal die Seite. Welche, die hier von dir? Nee, die andere. Weil da bin ich doch die ganze Zeit schon. Irgendwo ist Bunny. Ich mach mal die Tür zu. Sicherheitshalber. Also hier ist noch keine. Wo ist Bunny? Wo ist Bunny? Ich glaube auch, ich weiß, warum wir gestorben sind, weißt du? Weil der direkt vor uns gespawnt ist, gell? Ja, genau, wir waren ja draußen und dann hat er uns schon erwischt anfangs. Was war das? Tür schließen? Nein, mit Foxy ist alles okay. Okay. Unsere Energie geht fucking... Vor allem, was ergibt das überhaupt für einen Sinn, dass die Türen nach unten gedrückt werden und dann Strom verbrauchen? Frage ich mich auch. Es gibt keinen Sinn. Check mal die hier. Fuck. Der Bunny ist halt immer noch hier. Soll ich dir was sagen? Mhm. YOLO! Ich lauf einmal rum. Okay. Tu das. Der steht vor der Tür, der steht vor der Tür. Guck mal hier raus, links. Wo? Guck mal hier. Da. Hier. Hallo. Gut, solange er noch hier steht, ist ja alles okay. Weiche von mir! Sobald er halt vor der Tür steht, wär's nämlich so geil. Da steht Freddy. Hallo. Sterb, du Fixer. Ich werf da jetzt mal eine Granate raus. Nein. Doch, hab schon. Ist er gestorben? Davon nicht. Nee, die können nicht sterben. Arsch. Ach du, wir laufen ineinander, okay. Ist auch eine gute Spieltaktik. Der hat sich bewegt, der hat sich bewegt. Wer? Wo ist er? Der hat sich bewegt. Dann ist er jetzt nicht mehr hier. Ja, das ist mir klar. Keiner ist auf der Bühne. Da ist er. Ah, Freddy ist immer noch da drüben. Hi, Freddy. Erinnert mich jetzt irgendwie an... An Kamek damals, an Kamek? In deinem Spiel. Ja, ja. Mit deinem Emulator da. Kamek, du Fickschnitzel. Oder Kamek, Fickbolzen. Du Fickschnitzel, ja, ja. Fickbolzen. Irgendwas war so. Vom, vor den Klos. Ah. Foxy, guck mal, Foxy. Siehst, er hat sich bewegt. Oh je. Siehst, das heißt, er rennt gleich los. Ich frag mich, welchen Gang er entkommt. Guck mal, wer vor der Tür steht. Foxy. Oh, hi. Irgendwie freue ich mich schon auf Foxy. Tür zu! Wo, oh, was? Guck mal, er hat sich ein Stück weit nach vorne bewegt. Oh, ich habe gerade was rennen gesehen. Ich glaube, der steht hier jetzt direkt vor dem Fenster. Guck am Fenster. Hm, oh je.
Er klopft. Aber wir lassen ihn rein. Wir lassen ihn rein, ja. Okay, gucken wir. Jetzt ist er wieder in seiner Ausgangsposition. Der ist eigentlich dauernd inaktiv. Aber nur, wenn er halt sich bewegt. Okay, hier ist auch offen. Gut. Die ganze Zeit oben eine Fehlermeldung. Something is creating a script error. Aber es funktioniert ja von daher. Ich habe die ganze Zeit diese Texturfehler, ja, dass bei mir alles so lila-schwarz ist. Komisch. Na, immerhin, es ist spielbar. Bis auf das scheiß Blut, das da rumliegt. Wahrscheinlich hast du mal eine fehlende Textur. Echt? Ich sehe Bunny, der steht hier rum. Hallo Freddy auf der Bühne. Hallo Bunny. Ich hab dir eine kleine Überraschung mitgebracht. Ich will ja nichts sagen, aber... Ein Hut. Lang haben wir nicht mehr, und dann ist unsere Energie weg, wenn die Türen zu sind. Ja. Und dann kommen die rein, und dann kommt diese geile Musik am Ende. Ach, das geht hier nicht. In G-Mode. Ach, schade. Da kannst du unendlich lang spielen. Oh, oh. Foxy. Wo? Lassen wir uns mal von Foxy töten, okay? Nur wenn ich dabei einen Bogen mit dabei haben kann. Ich mag meinen Crossbow. Oder warte mal. Ach ja, stimmt. Das ist nämlich witzig. Wo bist Gleich du hin? Läuft er los. Wo ist er? Der ist noch vorne, aber... Ich will neben dir stehen bleiben. Das ist witzig. Jetzt. Oh, da ist er. Hast du gesehen, die Animation? Ja, ja. Oh, ich bin ein Skelett. Wusste ich gar nicht. Ich auch nicht. Ich bin Bunny in der 2.0-Version. Ups, ich habe da irgendwas bewegt. Das muss ich jetzt wieder zurückmachen. So. Ach, guck mal. Weißt du, was das Witzige ist? Hier gibt's ein Easter Egg. Echt? Wenn du da hinten durchkrabbelst und durch reinguckst. Ah. Dann mach ich jetzt nicht. Rein. Will jetzt nicht. Da ist Golden Freddy nämlich versteckt. Ah. Oh, 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 shit, da ist einer. Ach, Bunny, okay. Ja, oh! Fuck, wenn man gegen die läuft, screamt die ja auch rein. Ich habe jetzt mal kurz die Tür hier zugemacht. Oh, oh, Freddy. Oh. Steht vor der Tür. Vorbei, warte, ist der. Unser Strom ist gleich alle, das heißt, dann gehen die Türen automatisch hoch. Nimm dies, Reiche von mir. Oh, was ist, wenn man die Tür öffnet? Oh. Crossbow. Ich nehme gleich mal einen Flammenwerfer, Alter. So, mit Crossbow hat man die... Oh, da ist Chica. Freddy ist weg, okay. Let's eat together, sagt Chica. Also steht auf ihrem Teil drauf. Ich glaube, wir haben ein Stromproblem. Ja. Oh oh. Sollten wir jetzt hier einmal durchrennen irgendwie? Ja. Komm mit. Hui. Wow, da ist dieser Vogel. Wir können leider nichts machen. Ach, wir sind... Guck, hier ist Foxy. Wir sind gleich tot. Hier ist nämlich... Ich sehe dich nicht mal mehr. Was denn? Ja, komm rein. Ah, Köpfe. Wer hier steht. Hi. Hier, ich sagte spielen. Hi. Ich löse das jetzt mal auf die Genius-Methode. Wo haben wir sie? Strom ist wieder an. Echt? Cool. Ist mir egal. Auch wenn ich jetzt sterbe. Was machst du? Ich suche meinen Flammenwerfer. Hallo, Bunny. Ey. Sorry. Ich hab hier die ganzen Köpfe von denen noch, Ersatzköpfe. Boah. Manhackgun, die kenne ich irgendwoher noch. Wo ist die denn jetzt? Ach, die kann ich nicht. Und er ist weg. Wir sollten ins Office zurück, das darf man eigentlich nie allein lassen. Stimmt, volle Stromleiste. Ja komm, wenn wir solche Millionäre sind, dann machen wir hier mal dicht und da mal dicht. Lass und mal fliehen.
Ich bin jetzt hier allein drin, ich lass dich nicht mehr rein. Nee, war Spaß. So, jetzt. Oh nein, ich will doch hier raus, lass mich raus. Wo gehst du? Wo bist du? Ich wollte zum Hauptausgang raus. Das. Ich hab was gehört. Ich wurde. Und ich mach die Türen beide zu. Hallo. Hallo. Yo, Freddy Fazbear. Zeig ich nochmal das Easter Egg. Da, das ist doch. Wie duckt man sich nochmal? Mit STRG. Ach, Steuerung. Da ist er. Da ist er. Der defekten Kamera. Oh, ich komme hier nicht mal durch. Ja, ich muss raus erstmal. Ich komme nicht raus. Ich komme nicht rein, Alter. Musst du jetzt sterben oder was? Nee, Fly-Modus. Ah, wie geht denn der? Ja, ist jetzt egal. Zeig ich dir nachher. Okay. Auch nicht rein. Okay. Okay. Sollen wir. Sollen wir Schluss machen für die Folge? Ja, bevor du nochmal in diese prägnante Sau reinrennst, ey. Vielleicht können wir in der nächsten Runde das, wenn wir es nochmal aufnehmen, so machen, dass einer von uns beiden die Dinger steuert und der andere allein im Office ist und wir nicht mehr zusammen spielen. Oh, ich will die Dinger steuern. Ich habe das noch nie gespielt, da darf ich schon gleich. Das ist extrem kompliziert, die zu steuern. Mir egal, ich probiere es trotzdem. Okay, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. War jetzt etwas länger die Folge, aber ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich würde. Das war ich nicht. Und ja, Jeans 4, Crossbow, Genso X. Das war ich nicht. Und bis dann, ciao. Tschüss.